Hallo und willkommen bei den Spielinus mit Melanie und Angelo und der Community Top Liste 2020 der Spiele-Dino Community. Wir haben ja eine große WhatsApp-Gruppe und auch einen Discord-Server. Schaut da gerne mal auf den Discord-Server rein, wenn ihr Interesse habt. Die liebe Julia hatte nämlich vorgeschlagen, so eine Liste zu erstellen. Man konnte abstimmen und am Ende sind es 3 Kategorien geworden. Ja, und welche 3 Kategorien wurden es? Es waren einmal die Würfelspiele, Klassiker. Diese mussten aber mindestens 5 Jahre alt sein, waren gar nicht so einfach. Und dann noch sehr thematische Spiele. Und das war für mich sehr, sehr schwer, mich da einzustimmen, zu sagen, das sind meine top-thematischen Spiele. Ich dachte, bei thematischen Spielen käme was anderes raus, aber das seht ihr gleich selber. Wir hatten auch ganz tolle Gäste dabei aus unserer Community. Das hat uns auch sehr gefreut. Es wird jetzt so laufen, es sind immer die Top 10. Die Top 10 werden angesprochen bis zu Platz 5 und über Platz 5 bis 1 reden wir ein bisschen ausführlicher pro Kategorie. Genau. Jetzt viel, viel Spaß beim Schauen und lasst doch gerne einen Kommentar und ein Like da. Sprecht einfach mit uns über eure Top-Listen oder Top-Spiele, die ihr immer gern auf den Tisch packt oder welche hättet ihr in welcher Kategorie genannt. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Und jetzt sagen wir einfach Tschüss und ganz viel Spaß dabei. Genau. Ciao. Ciao. Melanie und Angelo, wollt ihr irgendwie Begrüßung machen? Oder, Ach, Julia, du darfst es machen, du hast das Ganze hier organisiert. Okay, sehr schön. Danke nochmal dafür übrigens. Ja, kein Thema. Also, wir sind heute hier, um unsere Community-Top-Liste zu besprechen. Wir hatten vor einiger Zeit dazu aufgerufen, Kategorien erstmal vorzuschlagen. Da ergab sich Würfelspiele, Klassiker und thematische Spiele. Und ganz viele aus der WhatsApp-Gruppe vor allem haben abgestimmt, waren 35 Teilnehmer, also ungefähr so die Hälfte derer, die auch bei WhatsApp immer mit uns lustige Spieletipps austauschen. Und ich würde gerne mit euch heute die einzelnen Kategorien so ein bisschen durchgehen und die ersten Plätze, so die 10 bis 6, einfach nur nennen, damit ihr schon mal wisst, was schon mal raus ist für die Top 3 und den Rest so ein bisschen wenigstens besprechen, dass wir ja, da mal einfach so gucken können, was ihr vielleicht glaubt und was dann tatsächlich gewählt wurde. Also ich würde ganz gerne anfangen mit den Klassikern. Mhm. Bei den Klassikern sind 101 verschiedene Spiele genannt worden. Okay, sehr gut. Das war auch die meiste, also das meiste an verschiedenen Spielen. Und es war wirklich von Kinderspiele wie Schnapptubi oder das verrückte Labyrinth, aber auch Sachen wie Agricola, Werwölfe, so als, ich sag mal, eher so Detektions- und Partyspiel, Tagi als Zwei-Personen-Spiel. Also es war wirklich querbeet durch alles durch. Keine Kategorie, glaube ich, die nicht dabei war. War kein einziges Monopoly genannt. Das ist ja schon mal, ne? Nicht viele Leute. Genau, das war schon mal ganz gut. Aber ansonsten wirklich, ja, querbeet alles. Auf Platz 10 mit 20 Punkten. Also es gab immer für den ersten Platz sozusagen, den jemand genannt hat, 10 Punkte. Für den letzten Platz gab es noch einen Punkt. Mit 20 Punkten auf Platz 10 ist Las Vegas. Auf dem 9. Platz ein sehr altes Spiel mit 22 Punkten, Rummy Cup oder Rummy Cup. Platz 8, Seven Wonders mit 34 Punkten. Platz 7, Terra Mystica mit 35 Punkten und auf Platz 6 ist Orleans mit 36 Punkten. So, dann gehen wir in die Top 5. Hatten wir eben schon mit den Miepeln Carcassonne mit 36 mhm. Punkten. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist so ein Spiel, das geht irgendwie nicht an mich ran. Also ich habe das Basisspiel gespielt, klar, weil man hat das irgendwie, weiß ja nicht, ob es daran liegt, dass ich nur das Basisspiel irgendwie gespielt habe. Ich kann diese Begeisterung für das Spiel leider überhaupt gar nicht teilen. Ich weiß nicht, wie es da bei euch so aussieht. Hab's auch noch nie gespielt. Echt? Okay, das ist noch nicht also, gespielt, ist schon krass. Also flammende Begeisterung habe ich dafür jetzt auch nicht, aber ich würde es jederzeit mitspielen, weil es ist kein schlechtes Spiel. Es macht mir durchaus Spaß. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich da, keine Ahnung, 20 Partien an einem Tag oder an so einem Turnier oder so mitspielen müsste. Okay. Ja. Also wir haben tatsächlich auch mal die Big Box gekauft. Beim Real für 15 Euro oder so. War echt spottbillig, so eine riesen fette Box. Haben wir schon mal gespielt? Mehrfach, wir haben es so an Weihnachten. Ja, aber nicht unsere Big Box, glaube ich. Wir nehmen irgendwo mit, aber nie unsere Big Box. Aber kann man schon mal machen. Aber geht mir, oder uns, glaube ich, wie Tobi, würden es mitspielen, aber dass ich jetzt das aktiv vorschlage, glaube ich ja nicht. Mhm. Ja, es ist ja vor allem, es ist ja Wahnsinn, wie viele Erweiterungen und Sachen es da gibt. Mhm. Also das ist schon
Also ich meine, es scheint ja anscheinend einen sehr großen Fankreis zu haben. Ne? Also, dass man da also wir haben zu Hause die Around the World-Reihe komplett. Also kommt zwar nie auf den Tisch, aber wir haben es eben im Regal stehen. Aber die finde ich netter. Also da passiert irgendwie noch ein bisschen mehr und man hat noch ein bisschen Holzfiguren dabei, ein bisschen Holzmaterial. Mhm. Macht das her. Naja. Kommt halt nie auf den Tisch. Ja, gut. Dann gehen wir mal Platz 4, hat nur einen Punkt mehr, ist aber eine ganz andere Kategorie, nämlich Viticulture. Klassiker, der immer noch auf den Tisch kommt. Das war ja so ein bisschen die Bedingung. Ein Klassiker, der älter als, ich glaube, 5 Jahre ist und trotzdem immer noch regelmäßig auf den Tisch kommt. Also das muss ich sagen, das habe ich mir auch erst vor einem halben Jahr so gekauft. Einfach aus dem Grund, weil mein Mann und ich gerne Wein trinken. Da dachte ich, dann passt das bestimmt irgendwie. Und tatsächlich finde ich das ziemlich cool. Also das gefällt mir so vom ganzen Artwork her. Das sieht schon schön aus, wenn es auf dem Tisch steht. Und das kann man, also finde ich, ist noch so, also wir sind jetzt nicht so die Expertenspieler, von daher ist das für uns doch gerade so ein ganz gutes Niveau, mit dem wir da zurechtkommen. Aber spannend, ihr seid gerne Weintrinker und nehmt euch dann das Weinspiel, wo es am schlechtesten umgesetzt ist. Ja. Weil aus Weißwein und Rotwein kann ich keinen Sekt punchen. Rosé, und nicht Rosé. Das ist, glaube ich, kein Sekt. Aber dafür ist es mit den Besuchern schön thematisch umgesetzt. Also es ist insgesamt schön umgesetzt. Ich spiele es tatsächlich auch sehr gerne, ja. Aber das ganze Weinthema ist halt aus meiner Sicht etwas aufgesetzt. Natürlich, aber es macht Spaß, die Mechanismen mit den Arbeitern einsetzen. Das macht schon Spaß. Was ist das beste Weinspiel? Aus meiner Sicht tatsächlich Vinyos. Ja. Aber das dann, glaube ich, eher wieder so Experten. Vinyos ist Lacerda. Ein Knaller. Das ist ein Lacerda-Knaller und da muss man sich auf viele Regeln, viele kleine Regeln und 5 bis 6 Stunden Spielzeit einstellen. So. Dann lieber Viticulture. Genau, und wenn ich dabei dann Wein trinke, dann nehme ich lieber Viticulture, weil dann kann ich das auch noch spielen. Und wenn man da ein bisschen mehr möchte. Wenn du Wein trinkst, dann spielst du immer noch gut. Ja, genau. Ja. Dann machst du halt aus 2 Rotwein und 1 Weißwein Sekt, ist okay. Ja, aber Vinyos ist ja nicht so schlecht. Vinyos ist ein gutes Spiel, also, aber es ist halt deutlich expertiger als Viticulture. Viticulture ist da eingängiger und zugänglicher. Wobei ich Viticulture auch Tuscany dabei. Ja. Genau, immer mit Tuscany. Sonst ja, ich habe diese Essential Edition, wo das dann schon so irgendwie mit drin ist. Ne? Mit Tuscany habe ich noch nie gespielt. Ja, aber dann Tuscany dazu, dann wird es richtig, richtig gut. Ja, absolut. Ohne Tuscany. Wir haben es, glaube ich, gar nicht ohne gespielt. Wir haben direkt mit Tuscany ist gespielt. Auch vollkommen okay. Ja, Absolut. Ja, aber und ich kann mich daran erinnern, da gab es mal so einen ganz großen, kurzen Hype in unserer Runde. Da hat mich ja fast dann noch schnell das Spiel gesichert irgendwie. So, oh mein Gott. Und alle waren ja begeistert, ja. Ja. Ich glaube, in diesem Hype habe ich es auch gekauft. Gut. Sehr gut. Okay, wir kommen zu Platz 3 und somit das erste Spiel, was ihr erraten müsst. Ich habe mir überlegt, ich lese euch einfach aus der Spielanleitung das Spielende vor. Also wann wird das Spielende eingeläutet? Und ihr dürft einfach reinschreien, wenn ihr der Meinung seid, ihr wisst es. Also, das Spiel endet, nachdem der 5. Durchgang vollständig durchgespielt wurde. Okay, noch keiner. Es folgt die Schlusswertung, in der jeder Spieler nach 7 Punkten Folgendes erhält. Für jedes nicht verkaufte eigene Warenkärtchen 1 Siegpunkt. Ah! Ja. Bogen von Burgund? Sehr gut, richtig. Bogen von Burgund. Warenplättchen, da musst du doch schon 5 Runden, ja klar. Bestes Spiel. 41 Punkte, genau. Es hat nur so lange gedauert, weil ich nicht dachte, dass es auf Platz 3 ist. Ja. Okay. Muss auf viel höher sein. Bei der 5. Runde war ich erst bei Terra Mystica. Okay, also Burgen von Burgund oder wie immer so viel Bubu, ne, so genannt. Genau, also ja, habe ich tatsächlich auch, aber muss ich zu meiner Schande gestehen, auch noch gar nicht so häufig gespielt. What? Nachholen. Ja. Und unser Absacker schlechthin. Okay. Das ist richtig zu zweit, ist schnell aufgebaut. Ja. Wir haben ja die Säckchen von Svenja. Damit hast du das wirklich schnell aufgebaut und rausgemacht und musst nicht viel machen und hat mir dann selber so ein Inlay gebastelt und gedruckt und spitze, kommt schnell auf den Tisch. Ich glaube, wir hätten das am Anfang immer falsch gespielt. Ist es bei Burgen von Burgund nicht so, dass man seinen kompletten Zug macht? Also alle
Aktion und dann der nächste. Und ich glaube, wir haben das die ersten zwei Runden, wo wir das neu gekauft hatten, mit meinem Cousin immer gespielt. Ich mache eine Aktion, dann der nächste. Und nee, du machst immer alles. Ja. Ja. Aber es übertrifft an Schönheit nicht. Nein. Nee, leider nicht. Auch mit der neuen Version. Die Neuauflage ist besser gemacht. Die Neuauflage, aber die war, glaube ich, auch nicht viel hübscher. Ne? Und, ja, aber die Schönheit ist nicht alles. Nee, das stimmt auch. Aber du hast die ganzen Erweiterungen dabei, das ist halt geil. Weil damit wird es auch wieder ein bisschen komplexer und bietet noch mehr Abwechslung. Und das ist echt cool. Aber ich finde die Neuauflage fast noch hässlicher. Also ja. Ganz persönlich. Da gebe ich. Die ist oberhässlich. Ich finde den Spielplan ein bisschen besser. Also ich hatte beide und habe dann die alte verkauft, weil da einfach alles drin ist und hast nicht so diesen Schlenker auf dem Spielbrett bei den Siegpunkten, die ich nie verstanden habe. Ja, aber bei der 19 sind ja auch die Tiere anders. Ja, das stimmt. Ist ein bisschen kleiner auf dem Plättchen. Also die ist optisch nicht so prickelnd, finde ich jetzt. Also ich denke, man kann festhalten, beide sind optisch nicht der Knaller. Das stimmt. Dann kann man mal festhalten, dass Brettspielern die Optik nicht immer wichtig ist, oder? Nein, so sieht es aus. Ja. Naja, also eigentlich schon. Die kaufen auch Spiele einfach nur nach Cover, weil die schön aussehen, oder? Ja. Ich gehöre da übrigens auch dazu. Ich kann das total nachvollziehen. Aber ich hier auch. Überwiegt halt eine geniale Mechanik. Also das macht einfach Spaß und spielt sich sehr, sehr locker runter. Ich wollte es auch nie spielen, weil ich dachte, es ist zu hässlich und dann habe ich es mal gespielt und dann dachte ich, okay, ist halt einfach klasse. Ich glaube, es ist sogar wirklich mein Lieblingsfeld, weil er einfach rund ist, es ist zugänglich, es hat schon ein Niveau, es ist nicht zu komplex, du kannst halt immer spielen. Ich mag diesen Würfeleinsatzmechanismus total gern, also ich finde, da hat er echt, das ist für mich sein Meisterwerk irgendwie. Ja, absolut. Ja, da kriegt man auch leichter, die Spiele, wo nicht so oft spielen, leichter an den Tisch bei dem Spiel. Genau, das ist generell so schwer. Mit den Expertenspielen, so cool die auch sind und auch Spaß machen, aber es ist halt, ja, wann soll man denn jetzt ein On Mars, wenn man es in den Auto wechseln, so mal geschwind auf den Tisch bringen? Deswegen, glaube ich, ich habe mal irgendwann schon vor ein paar Jahren mal gesehen, dass so die Zahlen an verkauften Spielen sind, also die Expertenspiele ja ganz weit unten, was die Verkaufszahlen angeht. Das ist halt nicht der Mainstream. Dafür kosten sie halt das Fünffache. Genau. Ja. Okay, der nächste Klassiker auf Platz 2. Ich beschreibe ihn euch mal so ein bisschen mit ganz scharfen Daten. Die Schachtelkiste ist 29,5 x 29,5 x 7 cm, wiegt ungefähr 1,2 Kilogramm. Bei Amazon in der Kategorie Spielzeug ist es auf Platz 33. Der Autor ist eigentlich Zahntechniker. Siedler. Sehr gut. Siedler von Katar. Zahntechniker, da hätte ich es auch gewusst. Ich habe tatsächlich das Buch dazu gelesen. Ja, dachte ich, wenn das einer gelesen hat, dann weiß er es auf jeden Fall direkt genau. Ja, also Siedler von Katar, wahrscheinlich ja durchaus ein Klassiker, der, also behaupte ich jetzt mal, den fast keiner noch nie gespielt hat. Also ich kann mich an meinen echt... Noch nie. Ja, sehe ich aber auch überhaupt nicht kritisch. Also das Spiel macht mich null an und wird... Ist nicht tragisch. Ja, das denke ich auch. Da gibt es eine Menge Spiele, die da eher auf meinen Tisch finden. Ich muss auch sagen, dass man es nicht unbedingt gespielt haben muss, aber ich finde es gut, dass es in der Liste ist und auch so weit oben ist, weil es ist halt verdammt nochmal, und das sage ich immer wieder, auch wenn viele sagen, es ist kein gutes Spiel, aber es hat tatsächlich so die Tür Richtung den neuen Brettspielen geöffnet. Ja. Weil sowas wie Siedler von Catan gab es vorher einfach nicht. Und da gab es halt die üblichen Sachen. Und man hat sich in alte Muster immer wieder verstrickt. Aber dadurch, dass Klaus Teuber das halt mit Siedler von Catan 95 mal aufgebrochen hat, haben sich halt viele, viele Autoren mehr was getraut. Und das fand ich sehr, sehr gut. Also das hat die Entwicklung echt gut getan. Also bei mir ist es auch tatsächlich vor allem so ein bisschen der nostalgische Aspekt. Also das ist einfach ein Spiel. Also als es rauskam, war ich 15 und ich kann mich einfach an nächtelange Spiele, Abende und Nächte erinnern, wo wir dieses Spiel hoch und runter gespielt haben. Und das war eigentlich so bei mir auch dieser Aspekt, wo ich dann jetzt nach 20 Jahren gesagt habe, okay, ich brauche das Ding einfach nochmal. Und habe dann natürlich auch beim Spielen gemerkt, ja, okay, also so begeistert wie damals bin ich halt heute nicht mehr, aber es ist einfach so diese Nostalgie. Ne? Wir haben dann so ein bisschen Hausregeln gemacht, gerade mit den Kindern, weil die dann schon super genervt waren, wenn sie nach 5 Runden immer noch nichts bekommen haben, weil da halt irgendwie schlecht gewürfelt wurde, haben wir also so ein bisschen angepasst, das Ganze.
Aber also ich gebe euch recht, es ist natürlich jetzt nicht das mega super Spiel, aber ich sehe das wie Tobi, dass es einfach eine neue Welt quasi geöffnet hat, ne? Und da ganz viel gemacht hat fürs Spielen. Kleine Anekdote an der Stelle, ich habe es halt früher auch in meiner Kindheit gespielt und wir waren auch genervt, dass wir lange, lange Zeit nichts bekommen haben, wenn was gewürfelt wurde. Wir haben die Hausregel eingeführt, dass man nicht nur für die Siedlungen was bekommt, sondern auch für die Straßen. Okay. Das Spiel ging dann deutlich schneller. Ja. Wir haben immer gehausregelt, dass wir nicht die 2-6er-Würfel nehmen, sondern W12er. Damit ist einfach fair für die Zahlen. Das ist cool. Also wir haben die Hausregel, wenn du also zum Beispiel eine 6 würfelst mit 5 und 1, dann bekommt 6 was, 1 was und 5 was. Also jeder einzelne Würfel auch, ne, bekommt was. Auch nicht schlecht. Und dann geht natürlich auch wesentlich. Das ist auch cool. Und du hast natürlich viel mehr Ressourcen. Und also anfangs haben wir noch so gemacht, du hast immer quasi so einen Chip bekommen, wenn du leer ausgegangen bist. Und wenn du 3 Chips gesammelt hattest, dann hast du in der Runde auf jeden Fall was bekommen, egal wie es irgendwie passiert ist. Also verschiedene Sachen, weil es sonst doch ein bisschen sehr deprimierend war. Aber bei der Regel gehen auch die Karten relativ schnell aus, wenn jeder immer was bekommt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber da muss man halt schneller bauen, ne? Da wird man ein bisschen eher schneller bauen, ja, das ist gut. Ja. Siedler ist wirklich gut gealtert. Also ich finde, das kann man heute auch noch spielen und es kommt jetzt nicht vor, als wäre es 25 Jahre alt. Also da gibt es ganz andere Sachen, wo du denkst, oh, um Gottes Willen, das ist einfach so nicht mehr Zeit geben. Aber bei Siedler, auch mit diesen Inka und jetzt die Sternenfahrer wieder aufgelegt, ich finde, es hat schon eine gute Mechanik, einfach gleichbleibend gut oder schlecht jetzt für den einen oder anderen. Das hat's, ich finde, es ist noch immer ein Spiel, was man heute auspacken könnte, wenn man jetzt nicht Spieler hat. Ich glaube, der würde nicht wissen, dass es 25 Jahre alt ist. Ja, also ich habe jetzt gerade neulich eine Bekannte, die hat mir ganz begeistert abends ein Bild geschickt, oh, sie hat ein neues Spiel ausprobiert und das war dann Siedler von Catan und sie war also ganz begeistert, also spielt auch recht wenig jetzt und dann habe ich so ihr geschrieben, oh, das habe ich schon in meiner Jugend gespielt, ne, cooles Spiel und sagt, wie alt ist das denn? Und die war auch tatsächlich völlig schockiert, dass das quasi so alt schon ist und erstens, dass es das immer noch zu kaufen gibt, ne, das war dann für sie so ein Indiz, dann kann es so schlecht nicht sein, ne. Und ja, es ist in der Tat, also... Es gibt ja auch ständig neue Versionen davon, ne? Ja. Es ist halt aber auch so ein klassisches Gateway-Spiel tatsächlich. Also damit kriegst du halt wirklich auch gut Familien an den Tisch. Wenn du es ein bisschen komplexer willst, dann nimmst du 1-2 Erweiterungen mit dabei. Ich spiele zum Beispiel auch unglaublich gerne mit Städte und Ritter. Und dann spiele ich es heute tatsächlich auch noch, weil das hebt das dann wirklich auf ein Kennerniveau, wo es mir dann auch einfach Spaß macht und richtig Spaß macht. Okay. Gut, für okay. Die. Dann Platz 1. Dann würde ich euch gerne wieder was aus der Anleitung vorlesen, aber diesmal so diesen Flavor-Text am Anfang. An einem stürmischen Herbstabend trafen sich 5 Freunde im Hinterzimmer eines der ältesten und elitärsten Clubs der Stadt. Alle hatten eine lange Reise hinter sich, denn sie kamen aus den verschiedensten Ländern der Welt angereist, um sich an diesem besonderen Tag zu treffen. Es war der 2. Oktober des Jahres 1900. 28 Jahre nachdem der Londoner Sonderling Phileas Fogg um 20.000 Pfund gewettet hatte, dass er in 80 Tagen um die Erde reisen könnte und gewonnen hatte. 80 Tage im Fragezeichen. Ja, 80 Tage in die Welt. Nein, das ist bestimmt nicht. Das war zu einfach. Als er wieder zurückkam, waren alle Tageszeitungen voll von der Geschichte seiner triumphierenden Reise. Gemeinsam besuchten die 5 Freunde dann Vorlesungen an der Universität. Inspiriert von seiner unbesonnenen Aktion und 5 Gläsern Bier im Pub, schwelgten sie in Erinnerungen an die Weltumrundung und vereinbarten eine neue Wette mit einem bescheidenen Ziel und Einsatz. Eine gute Flasche Rotwein sollte derjenige erhalten, der als erstes das Café Le Procope in Paris erreichte. Von nun an trafen sie sich alljährlich, um den Jahrestag der Wette zusammenzubegehen und Fogg zu feiern. Und in jedem Jahr gab es eine neue Reise, immer etwas schwieriger, mit einem neuen Wetteinsatz immer etwas höher. Nun, am Ende des Jahrhunderts, wurde es Zeit für eine neue, unmögliche Reise. Der Preis für den Gewinner des Wettkampfs, 1 Million Dollar. Das Ziel, möglichst viele Städte Nordamerikas im Zug zu bereisen.
Zug um Zug. Mhm. Jawohl, sehr schön. Okay. Wer lässt sich denn für das Spiel so eine Geschichte einfallen? Ja. Das ist ja das ultimativste Spiel ever. Und dann eine Geschichte, wo du denkst, boah, was kann denn das sein? Dann okay. Das sieht man aber doch mal, dass man diese Texte auch irgendwie selten liest. Ne? Also ich lese sie tatsächlich immer. Also ich lese wirklich erstmal die Vorgeschichte, wenn keine Ahnung was. Bei Zug und Zug habe ich es, glaube ich, nicht getan. Das hab ich dir erklärt. Wir haben Europa haben wir da, ne? Ja, aber wir haben mit Europa angefangen und ich habe es mir vorher schon gedacht, wenn es nicht 80 Tage um die Welt ist, dann so am Ende hin dachte ich mir schon so, Zug um Zug könnte es sein, aber Wahnsinn, die Geschichte. Krass. Tja. Genau. Also 68 Punkte, Zug um Zug, ja auch etliche Erweiterungen, große, krass, kleine Spiele. Aber für mich auch eigentlich so ein, auch so, wie wir es eben hatten, so ein Spiel, das kann man mit Nichtspielern spielen, weil es relativ einfach von den Regeln ist. Und natürlich mit verschiedensten Erweiterungen wird es halt ein bisschen komplexer, aber es ist, denke ich, ein ganz schönes, entspanntes Familienspiel. Aber erstaunlich, dass das auf 1 ist. Also. Ja, das finde ich auch. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Wer hat es nicht gespielt? Okay. Also, beim nächsten Community-Treffen ist das Erste, was wir spielen. Sicher? Ja. Also, es gibt manchmal so Spiele, die sieht man und man hört von überall nur Gutes, aber irgendwie macht es mich nicht an. Also A, Zug ist nicht so meins und B, dann es ist ja Koop, ne? Nein, nee, es ist nicht Koop. Nee, ganz weit weg. Ist nicht so ein neues Koop? Nein. Du meinst Switch and Signal. Meinst du jetzt? Ja, Eisenbahnspiele, keine Ahnung. Alles dasselbe. Ja. Zug ist halt tatsächlich ein knallhartes, kompetitives Spiel. Also okay. Man kann es sehr, sehr freundlich spielen, man kann aber auch einfach das Arschloch am Tisch sein, was den Leuten genau da in die Parade fährt. Also es ist schon echt ein gutes Spiel. Es macht immer wieder Spaß. Also mir zumindest. Ja. Auch in den verschiedensten Versionen. Solltest du dir definitiv mal angucken, David. Ja. Okay. Also mein Mann und genau, David, nächstes Mal spielen muss. Regelmäßig in die Haare, weil du darfst ja, wenn du nur zu zweit spielst, darfst du ja diese Doppelspecken nur einmal benutzen. Dann mache ich das natürlich und dann ist immer so, ja, hast du jetzt keinen anderen Platz gehabt, musst du jetzt genau da einbauen. Ne? Also es ist regelmäßig, also wir kriegen uns da immer sehr schön in die Wolle. Jetzt habe ich mir dann noch dieses Zug um Zug London, ist ja so ein ganz kleines, so als England-Fan musste ich mir das kaufen. Das hast du halt irgendwie in 10 Minuten gespielt. Ne? Das ist jetzt... Also wirklich so eine absolute mini-kleine Variante davon. Aber da gibt es ja auch etliches. Aber Julia, jetzt kurz Frage, machst du das dann mit Absicht, dass du genau diese Strecken nimmst? Oder weil du sie gerade brauchst? Weil genau, das Ganze auch, ich muss jetzt Nein sagen. Weil genau das meine ich halt damit. Also man kann halt wirklich richtig arschlochmäßig sein und gucken, welche Strecken braucht mein Gegner denn und dann baue ich ihm halt genau diese Strecke weg. Ja, aber das ist aber aus Sinn und Zweck eines Spiels, dass man versucht zu gewinnen auf irgendeine Art und Weise und dass der Gegner, der immer dabei der Lustige ist, ist ja auch klar. Ich meine, das ist halt gewinnen, was soll ich machen? Ja. Das ist richtig, aber gerade das finde ich halt schön. Extra lange Strecken, richtig lange Strecken, sag ich, brauchst du das? Nee, aber es gibt die meisten Punkte. Das halt einfach. Nur das. Aber Spiel verstanden. Aber Martin, genau das finde ich halt das Schöne an Zug um Zug. Du kannst es halt total freundlich spielen, wenn du halt überhaupt keinen Bock auf Konflikt am Tisch hast. Du kannst es aber auch halt knallhart auf Konfrontation spielen. Naja, aber was wollen wir? Wollen wir hier Mensch ärgere dich nicht spielen, so Ringelpingel, oder wollen wir ein Brettspiel spielen? Das ist halt auch eine entscheidende Frage. Und beim Brettspiel geht es halt immer gegeneinander. Martin, da bist du genau die Person, die ich gerade angesprochen habe mit knallhart Konfrontation. Es gibt aber halt auch genauso Leute, die halt keinen Bock auf Konfrontation haben, die einfach keinen Bock haben, sich am Tisch zu käbbeln. Ja. Aber da spiele ich Mau Mau. Mal ganz ehrlich, da spiele ich Mau Mau. Ich habe das mit meiner Ex-Frau miterlebt. Ich bin knallhart gegen sie gegangen. Wir haben das Spiel danach nicht wieder angepackt, weil sie keinen Bock drauf hatte. Und so weiter und so fort. Oder was? Nee, das war jetzt nicht der deswegen Grund. Deswegen ist jetzt die Ex. Jetzt ist die Ex deswegen. Nee, definitiv nicht. Aber es gibt halt sowas. Also, ja, so schlimm ist Zug um Zug wirklich nicht. Ja. Es ist ein richtig schönes Familienspiel, muss ich sagen. Also man kann schon sagen, Familienspiel. Ich finde es klasse, dass man es zu fünft spielen kann, also wenigstens Europa. Und wir haben das dieses Jahr auch mit meinen Eltern gespielt. Und am Anfang haben sie sich ein bisschen schwer getan. Mein Bruder hat sich völlig verfahren. Der hat keine Ahnung, was gebaut. beim nächsten Mal hat es echt gut geklappt. Und es ist einfach ein schönes Spiel,
es ist zugänglich, es ist schnell, also was heißt schnell gespielt, aber man bringt schnell auf den Tisch. Es ist zugänglich, es macht Spaß und man kann halt wirklich verschiedene Wege wählen, um Punkte zu machen. Und man erklärt es auch innerhalb von 5 Minuten. Ja. Und ich glaube, es ist noch so ein Spiel, wo es den, was ist es geworden, Kennerspiel oder Familienspiel des Jahres? Also Spiel des Jahres? Müsste Spiel des Jahres gewesen sein. Ja. Das sind so Evergreens, finde ich. Das ist so ein bisschen auch wie Camel Up oder Camel Cup, keine Ahnung. Up heißt, glaube ich. Das heißt Camel Up, aber der dieses mit dem C, das ist beabsichtigt. Ich habe viel mehr das Gefühl, dass diese alten Spiel des Jahres viel länger Evergreens bleiben, wie das neuere. Und also liegt vielleicht auch daran, dass die Spiele halt einfach schneller rotieren inzwischen, aber ich hole halt lieber einen Zug um Zug raus, als jetzt irgendwie so, keine Ahnung, was vor, ich weiß nicht mehr, was vor 4 Jahren ein Spiel des Jahres wurde. Ja, wobei vor 4 Jahren war da nicht Azul. Also, und Azul wird mit Sicherheit auch so ein Evergreen werden. Ja, aber sonst, die ganze Spiele sind alles so kurzlebig. So irgendwie habe ich das Gefühl, es ist so, oh, zum Beispiel. Ja, Just One. Just One, wobei es auch cool ist, aber es hat nicht diesen Faktor. Oder wie hieß denn das mit dem. Pictures? Ja. Wie hieß denn das? Na, das jetzt, da, wo man so nicht reden darf. Aha. Magic Maze? Welches? The Mind. The Mind. Ich glaube nicht, dass in 5 Jahren noch irgendjemand The Mind groß spielen wird. Angelo, noch jemand spielt. Ich glaube, das liegt aber auch einfach ein bisschen mit daran, dass früher Zug um Zug gab's, war zu einer Zeit Spiel des Jahres, wo es den Kennerspiel des Jahrespreis noch nicht gab. Das heißt, da hat die Jury noch mal ein bisschen vielleicht einen anderen Fokus gesetzt, ein bisschen auf was anderes gesetzt. Seit es den Kennerspiel des Jahres gibt, können sie da ein bisschen mehr differenzieren können. Also beim Spiel des Jahres wirklich mehr Richtung Familienspiele gehen und beim Kennerspiel des Jahres wirklich ein bisschen komplexer. Zug um Zug würde ich halt genau dazwischen verorten. Das ist nicht so einfach, dass es nur für Familien interessant ist, es ist aber auch nicht so komplex, dass es nur für Kenner oder Experten interessant ist, sondern es ist wirklich so ein Zwischending. Aber ich glaube, dass auch über die Spiele des Jahres, über die man längere Zeit redet, das sind zum einen große Schachteln, weil man will was Großes unter dem Weihnachtsbaum legen. Das verkauft sich besser als ein The Mind oder irgendwas anderes. Und ein bisschen Haptik dabei. Zug um Zug, die Züge, Azul, die Steine. Und das ist auch nochmal ein Punkt, der das... Würde ich so noch nicht mal unbedingt unterschreiben, weil Codenames kommt bei uns auch immer noch regelmäßig auf den Tisch, war auch Spiel des Jahres und ist eine kleine Schachtel. Ja. Okay. Codenames finde ich immer noch wieder gut. Okay, dann gehen wir mal zur nächsten Kategorie, die thematischen Spiele. Da gab es 98 verschiedene Spielvorschläge, angefangen bei Exit-Spielen aller Art, die da genannt wurden, Gloomhaven, aber auch ein Aller Erde, das genannt wurde, Entschuldigung. Und was mich zum Beispiel auch überrascht hat, Crazy Words wurde da als thematisches Spiel genannt, fand ich irgendwie sehr witzig. Finde ich zwar ganz witzig. Okay. Einmal nur? Einmal. Nee, ich glaube, gar nicht so. Aber gut, naja, Geschmäcker sind ja verschieden. Also wir fangen mal an mit Platz 10, Star Wars Rebellion mit 21 Punkten. Platz 9, Clanmore 2 mit 23 Punkten. Platz 8, Underwater Cities mit 25 Punkten. Platz 7, Tricerion mit 25 Punkten, wurde aber einmal etwas höher gerankt, deswegen ist es weiter vorne. Platz 6, Wasserkraft mit 27 Punkten. Platz 5, nie gespielt, Dinosaur Island mit 29 Punkten. Alles Ding. Tricerion also ist einfach auch mega geil. David, zum Thema Tricerion würde ich gerne mal mit dir spielen. Wir haben schon eine lange Liste jetzt. Das ist richtig. Können wir erst Tricerion, dann Anno hinterher schieben und dann Siedler von Katar. Zug um Zug. Ja. Zug um Zug geht auch als Schluss. Genau. Genau, wie ist bei euch mit Dinosaur Island? Also Melli und Anjuli habt es ja bestimmt mehrfach gespielt. Ja, tolles Spiel. Bis auf die Optik finde ich es echt super. Also das war auch der Grund, warum ich den ersten Kickstarter gar nicht mitgemacht habe, weil ich habe diese Neonfarben gesehen und dachte, Alter, das kann ich ja nicht spielen. Aber habe ich bereut, dann halt gleich den zweiten Kickstarter oder den Reprint mit der Erweiterung mitgemacht und ich finde es großartig. Es ist so eine Mischung aus halt wirklich einem guten Eurogame, hat so ein bisschen Ami-Trash, hat ein bisschen viel Glück vielleicht auch, aber
Ja, wenn du jetzt nicht die reinen Hardcore-Sachen spielen willst, ist es einfach cool. Du ziehst in den Beutel, da kommt halt mal was Gutes bei raus und dann hast halt Pech. Ich mag wie die ganzen Würfel. Ich finde es super. Aber viel Glück hast du da gar nicht. Du hast am Anfang die Würfel, die sagen, welche Ressourcen es gibt. Ja. Dann hast du nachher die Besucher. Aber ich glaube, der Beutel ist schon das, was ganz viele... also wenn du jetzt so der Hardcore-Eurogamer bist, wo du sagst, ich mag halt einfach keinen... Dann kann halt sein, du hast einen super Zug, dann ziehst du in diesen Beutel und dann ziehst halt 3 Hooligans und 2 Besucher und dann ist quasi die Runde... Für dich. Ja, aber die, gerade die Farben, also gerade die Neonfarben sind doch das Geile, was das Spiel so besonders macht. Das auch. Was es rausstehen lässt. Und dann ist es auch noch ein super Spiel, finde ich. Ich glaube tatsächlich, das hat wirklich viele abgeschreckt. Ich muss sagen, wir waren, bevor es rauskam oder bevor die Auslieferung war, in Essen. Und ich habe diesen Stand gesehen und der war ja auch wirklich quietschbunt und keine Ahnung. Ich sage zum Angelo, oh mein Gott, und er meint so, ja, ich habe einen Kickstarter mitgemacht. Ich so, ah, ich freue mich auch. Aber das Spiel hat mich wirklich vom ersten Spiel überzeugt. Es ist einfach genial. Also, es macht richtig Laune und ja. Julia, das könnte alles. Dann auch was für euch sein. Es ist nicht zu komplex. Okay. So genau, ist super straightforward, was die Aktion angeht. Du machst erst die Phase, dann die Phase, dann die Phase und dann ist quasi wieder das Ganze von vorne. Naja, muss ich mir vielleicht mal angucken. Ja, es kommt ja auch die Erweiterung demnächst, oder? Deutsch, auf Deutsch. Ja, das kann sein. Ja. Die Erweiterung kommt dann. Ja, kommt ja, die auf genau. Deutsch? Mhm. Sie kommt auf Deutsch, ja. Das ist super. Lohnt sich richtig, ja. Also, ich finde gerade dieser Trash, der macht's aus. Ja. Gut, Platz 4 habe ich auch nie gespielt. Thematisch aber gerade sehr passend. Pandemic Legacy mit 33 Punkten. Ja. Krass, kann man nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass jetzt gerade diese Zeit ist, dass viele Leute das spielen und es deswegen gut finden. Wie gesagt, das definitiv ist zu hoch in der Hitliste. Definitiv zu hoch. Das ist insgesamt ein gutes Spiel. Also wird allgemein noch oft gespielt. Ja, aber ich finde es trotzdem ein bisschen arg weit oben für das, für mich das Thema. Nee, sagen wir mal so. Das normale Pandemic, das finde ich auch schon fast einzigartig zu seiner Zeit, weil es halt ein kooperatives Spiel war mit einer extrem guten Thematik, wie das sich so spreadet natürlich und auch wie sich es gespielt hat in nur 30, 45 Minuten. Also fand ich, hat schon seinen Grund, warum es jetzt, also ob jetzt die Legacy-Variante so viel besser ist, weiß ich nicht, aber dieses normale Pandemic haben wir schon echt oft gespielt. Also Legacy verliert sich halt der Reiz ganz oft, finde ich. Also dass man da über diese 12 Monate bei Pandemic Legacy irgendwann die Gruppe findet nicht mehr zusammen, so ging es uns bei Season 1 und irgendwo stehen wir im Juli, August und nie weitergespielt. Leider. Weil es ändert sich halt doch nicht so viel. Im Grunde ist halt immer was das Gleiche. Musst halt dann 3 Aufgaben lösen, dann musst du halt nur 2 lösen, aber... Ja, doch. Ja, aber halt das Thema, aber das Thema kommt halt gut rüber. Also total. Ich mag Pandemic normal und Pandemic Legacy, ich mag's, also mir geht's gerade ähnlich, meine Gruppe verliert sich tatsächlich, wir haben es auf der Arbeit eigentlich gespielt, ich glaube, wir sind irgendwie September, Oktober, aber das, was dann an Neuerungen reinkommt und diese Geschichte, die da erzählt wird, das finde ich schon sehr geil, das muss ich ganz ehrlich sagen, und das, was ich von Legacy 2 und jetzt auch Zero, Season Zero gehört habe, knüpft das wohl echt gut an. Also ich kann durchaus verstehen, dass das auch so weit oben in der Liste ist. Also ich muss sagen, bei uns war es auch, Season 2 hat sich dann bei uns auch irgendwann verloren. Es war ein ziemlich hoher Frustfaktor. Wir haben bis zur Hälfte etwa gespielt und momentan haben wir aktuell wirklich hier in unserem Tisch Season Zero aufgebaut und das macht wieder richtig, richtig Bock. Also das ist mega. Aber Season Zero, wir spielen es auch gerade zu zweit, damit sich die Gruppe nicht verliert, sozusagen, hoffe ich mal. da ist ja auch vieles, vieles besser gemacht worden, dass man nicht ständig die Wiederholungen hat, wenn man gescheitert ist und so weiter. Also das ist schon gestreamliner, wie man so schön sagt. Dann. Also die haben definitiv auch gelernt an der Stelle. Dass so zwei fand ich halt wirklich schlecht. Also A, gab es da so ein Problem, dass wenn du nicht die richtigen Sachen zur richtigen Zeit gemacht hast, hast du dir auf jeden Fall das Leben viel schwieriger gemacht. Und ich glaube, wir hatten halt diesen schwierigen Weg genommen und es ging halt wirklich, dass wir dann Monat für Monat verloren haben und dann halt 4 Monate hintereinander echt auf die Mütze gekriegt haben. Du musst das alles doppelt spielen. Du hast einfach schon bei der Hälfte der Runde gewusst, okay, wir haben einfach schon wieder verloren. Die Würfel, weil du hattest ja, die Mechanik war ja umgedreht, du musstest ja nicht Würfel wegnehmen, sondern draufbringen.
Und du hast einfach sofort gesehen, hast gesagt, okay, es geht gar nicht mehr. Wir können die Runde schon wieder nicht gewinnen. Und du saßt halt dann da, dass es, ja gut, ich können wir so mal abbrechen und nochmal 20 Minuten uns frusten. Und irgendwann haben wir gesagt, ey, es macht keinen Spaß. Lass mal's. Und es war echt zwei, war so, ich dachte, Legacy, Pandemic bin ich jetzt erstmal raus. Deswegen habe ich am Anfang erst mal die Season Zero so, mal gucken. Aber zum Glück nicht bereut. Was ich aber auch eben kurz sagen möchte, ich nehme jetzt einfach Pandemic insgesamt noch die Reihe mit rein. Alle Ableger, die es davon gab, sei es steigende Fluten, sei es Iberia, sei es jetzt Fall Roms oder Untergang Roms, alles sehr coole thematische Umsetzungen aus meiner Sicht. Also die machen vieles richtig und die bringen immer was Neues rein, was aber dann in dem geschichtlichen oder in dem Hintergrundsetting noch wirklich passt. Mhm. Ja, also nur Season 1 gespielt und da sind wir noch bei, ich glaube, noch 2 Monate haben wir offen. Aber es ist cool. Aber irgendwann, wie ihr schon sagt, ist halt jetzt, wir haben 2 Runden verloren, dann hast du 12 Mal das Spiel gespielt. Oh, es ist dann schon irgendwann ein bisschen zäh. Ja, es ist halt auch so ein Muss dann irgendwie. Dann hat man einen Spieleabend und möchte eigentlich was anderes spielen und dann, oh, wir müssen aber Pandemic weiter. Ja, genau. Und dann, aber ja, das Problem haben dann halt alle Legacy-Spiele. Es ging uns jetzt mit Clank Legacy auch so. Wir hatten das halt gespielt und es ist halt, du spielst halt einfach 12 oder keine Ahnung wie oft immer Clank und es ist, ändert sich ja nicht so viel. Die Mechanik bleibt halt gleich, du gehst da runter, klar, du hast dann Geschichten, die du liest, aber das Spielprinzip und ich glaube halt nicht, dass ich 6 Wochen lang hintereinander Clank spielen würde, wenn jetzt nicht irgendwie das Spiel das von mir wollen würde. Ja. Also das Problem habe ich bei den ganzen Legacy-Spielen, dass ich immer so bei, sagen wir, bei 2/3 sagen würde, also von mir aus könnte es jetzt auch sein, ich hatte meinen Spaß, alles andere wird dann echt immer zäh bis jetzt. Angelo, kurze Frage, hast du Betrayal Legacy schon gespielt? Nee, da warte ich auf die Deutsche, ich hoffe, die kommt. Das ist wenn sie kommt, gebt euch das. Das ist aus meiner Sicht das geilste Legacy-Spiel bisher, was ich gespielt habe. Okay, ich hatte ein Dreivierteljahr Spaß mit meiner Gruppe. Wir haben 14 Partien oder so gespielt und wir hatten immer einen Heidenspaß am Tisch und wir haben immer wieder Bock drauf gehabt. Okay. Kommt's auf Deutsch? Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Liegt ja bei Asmodee. Aber bei Betrayal liegt es halt daran, keine Partie ist so, wie die Partie vorher war. Okay. Es gibt ein kleines Grundgerüst, was gleich ist, aber die Szenarien, die du spielst, sind halt immer unterschiedlich. Und das macht einfach Bock. Einfach dann auch zu sehen, was kommt da jetzt auf mich zu? Was kommt da als nächstes? Okay, dann gehen wir mal weiter in die Top 3. Ich würde euch gerne wieder ein paar Hinweise vorlesen, was man in der Spieleschachtel so findet bei diesem Spiel. Also wir haben eine Spielanleitung mit 12 Seiten, 196 Karten, 5 Würfel. Flügelschlag. Sehr gut, Flügelschlag. Alter! David, hast du oft gespielt, hä? 6 Mal vielleicht. Na, immerhin. Also 58 Punkte, Flügelschlag auf Platz 3. Ist ein cooles Spiel. Am Anfang dachte ich, es ist mega gut. Und je öfter ich spiele, desto weniger mag ich es mittlerweile. Ich hoffe ein bisschen auf die neue Erweiterung, dass da ein bisschen was reinkommt, dass man mehr Möglichkeiten hat, ein bisschen schnelleren Start vielleicht. Aber ansonsten ist es ein schönes Familienspiel Plus, würde ich fast sagen. Keine Ahnung. Mit ja. Super Material und angenehmes Spiel. Also ich glaube, gerade so mit 4 Leuten macht das schon ganz gut Bock. Ja. Also mir geht es so ähnlich wie in David. Ich habe das Spiel auch so hoch und runter gespielt, aber mittlerweile 0 Reiz drin. Ist halt auch irgendwie ein gutes Gateway-Spiel, finde ich, um die Leute an den Tisch zu kriegen. Wobei erstmal der erste Moment, oh, ein Spiel, wo es um Vögel und so geht, ob ich darauf Lust habe. Und dann spielt man mit denen und dann sagen, ey, noch eine Runde. Also das funktioniert schon ganz gut. Also ich finde es halt gerade, wenn es auch aufgebaut ist, schon auf dem Tisch und es sieht alles so diese Pastellfarben und diese Eier. Und dann haben, also ich habe so kleine farbige Muffinförmchen, wo dann alles drin ist. Das sieht einfach schön aus. Ne? Also es ist, wie du sagst, schon mal, da sagt eher schon mal einer, oh, was ist das da denn? Das würde ich mal gerne mitspielen, einfach weil es irgendwie mal ein bisschen anders aussieht. Also ich spiele die Spiele alle immer nicht so ganz häufig. Deswegen ist bei mir noch nicht so der Überdruss sozusagen eingestellt. Also ich spiele es immer noch sehr gern. Und ich finde auch, wie gesagt, ich spiele halt sehr viel mit meinem Mann zu zweit. Auch zu zweit total schön. Und auch da ist es natürlich,
du hast halt ein bisschen weniger Interaktion, ne? Wie wir eben hatten bei Zug um Zug, wo man einen richtig schön einen reinbringen kann. Kannst du jetzt halt hier nicht so machen, deswegen finde ich, ist das so richtig schön gemütliches Spiel für den Abend. Das finde ich sehr, sehr schön. Von der Optik her ist Flügelschlag halt das krasse Gegenteil zu Burgen von Burgund. Es sieht halt einfach schön aus. Ja. Und es versteckt sich halt einfach noch ein gutes Spiel dahinter. Mir geht es ähnlich wie Martin und David allerdings. Je häufiger ich spiele, desto weniger Lust habe ich eigentlich drauf, weil es sich dann doch relativ schnell und relativ viel wiederholt. Man hat es relativ schnell ausgelutscht, denke ich mal, von der Mechanismus her und auch von den Karten her, weil meistens machst du immer das Gleiche. Ja. Eier legen, Karten ziehen, fertig. Ja, was mehr machst du bei dem Spiel im Endeffekt nicht. Aber das Spiel ist auf der einen Seite gut, weil damit kriegt man viele Leute an den Tisch, weil die halt mit Tieren kriegst du immer alle an den Tisch. Egal, was für Tiere du hast, die wollen dann immer gleich spielen. Also wir haben ja auch Leute gehabt, die normal gar nicht spielen und bei dem Spiel waren sie Feuer und Flamme. Also, ich habe auch mit Arbeitskollegen gespielt, die relativ wenig spielen. Ich habe Flügelschlag auf den Tisch gespielt, die waren alle absolut begeistert. Witzige Anekdote, ein Arbeitskollege von mir, der sagte dann, ja, meine Freundin hat es vor kurzem auch mit ihrem Chef auf dem Spieleabend gespielt, die fand es auch super. Was? Flügelschlag? Flügelschlag, oder was anderes? Ja, genau. Flügelschlag, und kurz darauf habe ich ihm das Spiel dann nochmal ausgeliehen, dass er es dann mit seiner Freundin zu Hause auch nochmal spielen konnte. Sehr gut. Das ist insgesamt auch gut angekommen. Aber der Hype ist schon ein bisschen arg groß um das Spiel, finde ich jetzt persönlich. Es ist ein gutes Spiel, aber es ist kein überragendes Spiel. Der Hype kam, glaube ich, mehr daher, weil das Material halt einfach auch gut war. Es war ein Stonemaier-Spiel, was einfach eine gute Thematik hatte, eine schöne Thematik, was insgesamt auch ein gutes Spiel aus meiner Sicht ist. Und das Material, da hat halt alles in dem Moment gepasst. Und der Hype kam mit Sicherheit auch, weil viele Gelegenheitsspieler, sag ich jetzt mal, gemerkt haben, das ist ein Spiel, was uns auch gefallen kann, und die haben da halt auch einfach richtig Spaß dran. Ja. Man muss halt auch sagen, man bekommt ja auch was fürs Geld. Also ja, wenn man hier jetzt stellenweise Angebote sieht für 35 Euro oder weniger für Flügelschlag, was man in dieser Preiskategorie sonst für Spiele bekommt, dann hat man hier schon richtig was Schönes in der Schachtel. Ja. Das ist wahr, ja. Genau. Okay. Für das nächste Spiel würde ich euch gerne ein kleines Video zeigen. Das Cover versteckt sich dahinter und ich bin gespannt, wer es als erstes errät. On Mars? Nein. Terraforming Mars. Ja, richtig. Sehr gut. Fast dasselbe. Naja, ne? Hauptsache Mars, ne? Hauptsache Mars. Genau, also muss ich auch zu meiner Schande gestehen, auch nicht gespielt. Ich auch noch nicht. Steht noch OVP im Schrank. Oh mein Gott, darüber ist gerade mein Gesicht. Musst du eine Woche lang kommen, glaube ich. Ja, also Monat lang. Es tut mir leid. Ich habe drei Leute in meinem Bekanntenkreis, die es kennen. Und jedes Mal, wenn ich sage, hey, wollen wir es mal spielen? Willst du es erklären? Oh, nee, erklären möchte ich es nicht. Ja, David, wie lang fährst du zu uns? Eine Stunde? Dann fahr mal los gleich. Zocken wir einmal eine Runde. Ja. Müssen wir auch bei euch machen. Wenn dieses C verschwindet, dann steht das immer an. Auf jeden Fall. Gut, also das hat was, denke ich, ist auch recht klassisch einfach. Es ist immer spannend, man kann verschiedene Wege einschlagen. Es kommt natürlich immer drauf an, mit was man von einer Kompanie oder Firma, ja, wie man startet eben. Und das Spiel bietet so viel und man muss ja auch auf verschiedene Sachen achten. Wann kann ich was bauen und mache ich das jetzt? Oder wenn ja jemand die Temperatur dann wiederum erhöht, dann sind manche Karten raus oder da muss ich hinarbeiten, dass ich das endlich erfüllen kann und keine Ahnung. Es ist wirklich ein super gutes Spiel. Also thematisch finde ich, ist es auch schon echt geil umgesetzt. Also ist ja, glaube ich, der, hat nicht der Autor da sogar irgendwie irgendwas tiefergründiger drin, als nur Spielerautor zu sein. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, seine Spielerkarte ist selber drin. Er ist selber als einer von den Mechanikern, glaube ich, drin. Aber er hat es irgendwie super gut recherchiert, glaube ich. Also ich hatte da ganz am Anfang mal irgendwas gelesen, das war jetzt nicht einfach nur so, komm, jetzt machen wir halt mal ein Mars-Spiel und was könnte sein. Das war, glaube ich, echt so mit diesen Temperaturen. Es muss so und so viel Grad haben, damit das Leben halt da irgendwie und
Sauerstoffgehalt muss so sein. Es war schon recht nah an der Realität wohl. Ich finde es auch klasse mit diesen Aufträgen, wo man eben unten seine Wette platzieren kann, dass man selber nicht das Ziel erreichen muss, sondern einfach, man kann hier reingehen und nachher wird eben geschaut. Wobei ich sagen muss, da hatten wir halt auch schon so eine Fehlinformation, was ich dann ein bisschen Käse fand im Spiel. Also da kann man sich auch ein bisschen in die Pfanne hauen, wenn man mag. Wir haben die Regeln halt geklärt. Ja. Hat halt unglaubliche Varianz. Also kein Spiel spielt sich gleich oder keine Partie spielt sich gleich. Ja. Geniales Spiel. Also. Gut. Dann Platz 1, auch nur 2 Punkte mehr. Also da lagen die ersten 3 Plätze wirklich nur immer so 2 Punkte auseinander. Gibt es einfach einen kleinen Hinweis? Wasserkraft? Nee, Wasserkraft war schon auf 6. Also das ist sehr, ne? Nee. Bitte? Bitte? Viticulture. Jawohl. Ja, Viticulture. Es ist eine Flasche Wein, aber sie ist schon leer. Ne? Es ist, ich dachte, es wäre Wasser, deswegen. Nee. Ich wollte ja eigentlich, wir hatten ja den ersten Termin, war ja irgendwie abends, ich wollte eigentlich ein Gläschen Wein anstoßen, aber jetzt um die Uhrzeit. Solange hat die Flasche nicht überlebt. Ja, genau. Genau, da haben wir ja schon ein bisschen was drüber gesprochen. Julia, also, wir haben heute Sonntag, da kann man auch um 12 Uhr schon Wein trinken. Ja, das stimmt. Es, naja, aber jetzt ist ja so. Irgendwo ist immer Abend, ne? Ja, genau. Ja, über Viticulture haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen. Also ich finde tatsächlich, obwohl ihr ja vorhin irgendwie gesagt habt, es ist thematisch das schlechteste Weinspiel oder eins der schlechteren. Hat er gesagt. Ja, finde ich nicht. Nur einer hat es gesagt. Ich auch nicht. Das hat nur einer gesagt, okay. Genau. Ja, ich habe halt keine Ahnung. Also ich finde es wirklich, also auch ein sehr schönes Spiel, also auch optisch ein schönes Spiel. Und finde es eigentlich auch so regeltechnisch relativ überschaubar. Also so die grundsätzlichen, man muss dann natürlich wissen, was mache ich mit den einzelnen Aktionen so. Aber ich finde es eigentlich, wie gesagt, kann man tatsächlich bei einem Gläschen Wein sehr gemütlich spielen, wie ich finde. Gut, weil wir ja schon drüber gesprochen haben, würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt in die letzte Kategorie zu den Würfelspielen. Da gab es nicht, da gab es nur... Eins würde ich sagen. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass die thematischen Spiele doch alles wieder Eurogames geworden sind. Es gibt doch so viele coole thematische Crawler und... Ich möchte kurz anmerken, ich finde es schade und das werfe ich der Community vor, dass Betrayal überhaupt nicht auf diese Liste gekommen ist. Betrayal ist aus meiner Sicht eins der geilsten thematischsten Spiele. Ich schicke euch, also ich schicke so in die Gruppe mal noch, also alle Spiele, vielleicht tauchen ja eure gehofften Spiele wenigstens irgendwo auf. Ne? Vielleicht wenn ich das nächste Mal zum Community-Treffen komme, bringe ich Betrayal mit. Ich hab's okay. Da, also es ist normal. Sehr aber gut. Angelo, was wäre denn dein Honorable Mention von thematische Spiele, was nicht eure Spiel ist? El Retorno zum Beispiel. Also thematischer geht es doch kaum. Ihr habt nur Karten, die euch halt erzählen, ihr seid irgendwo im Dschungel und müsst jetzt irgendwie eine Falle entschärfen. Und dann würfelst du halt, total banale Mechanik, aber halt, was im Kopf über diese 3-4 Stunden da oben abgeht, ist halt einfach der Wahnsinn, wenn du dich halt drauf einlässt und sagst, okay, ich bin jetzt hier so ein Ermittler und ich reise durch die Welt und was ich da halt so erlebe. Ich finde, bei Eurogames ist mir das Thema fast immer Schnutz. Also es ist meistens nur eine Mechanik, die funktioniert gut oder nicht, aber ob ich jetzt wirklich, gut, bei Tricero ist mal was anderes, aber so im Grund, ich mache halt irgendwas, ich setze halt ein, ich gucke, dass die Verzahnung passt, ich hole das Beste raus und das Thema ist fast immer aufgesetzt. Also finde ich irgendwie schade. Das Thema noch passt, ist doch noch mega geil, oder? Ja, wenn es noch passt, aber das Thema thematische Spiele hätte ich jetzt die Eurogames eher so ein bisschen außen vor gesehen und dachte, es kommt so ein bisschen... Was ich jetzt erwartet hätte, wäre Nemesis. Das ist für mich so das thematischste Spiel ever, weil du spielst das und du erlebst quasi einfach so ein Film. Ja. Weil es ist ja auch nicht wirklich ein Spiel. Da kann man jetzt ein Spiel vorwerfen, aber du erlebst halt wirklich was und das ist krass. Also. Welche beiden thematischen Spiele ich auch noch eben reinbringen möchte, ist Winter der Toten. Ja, oh ja. Wo ja, man eine Kolonie hat und dann halt gegen die Zombies. Oder auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele, Battlestar Galactica. Es zieht dich halt so in diese Welt und du wirst so paranoid. Die Story ist halt, es ist ein semi-kooperatives Spiel. Wir spielen als Menschen auf einem Raumschiff und wollen den Planeten Kobol erreichen. Wir haben allerdings das Problem, dass es sogenannte Zylonen gibt, die wollen uns umbringen und die sehen aber so aus wie wir. Das heißt, jeder hat verdeckte Karten, es gibt verdeckte Verräter
und du weißt halt einfach nicht, wer mit dir spielt und gegen dich spielt. Und das macht dich so paranoid am Tisch. Das ist so geil. Da verstehe ich den Hype auch überhaupt nicht. Nee. Ich habe es einmal gespielt und zwar das langweiligste Spiel, das ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Will ich nie wieder spielen. Es war Zeitverschwendung pur. Kann ich nicht nachvollziehen. Diese Top 10 beweist ja so ein bisschen, dass wir hier in Deutschland schon eher die Eurogamer sind und nicht so die Crawler und dass eher schon die kleinere Masse dann. Also ich habe jetzt mal gerade in der Gesamtliste geguckt. Also tatsächlich zum Beispiel Nemesis taucht auf Platz 30. Eldritch Horror ist gar nicht drin, aber Arkham Horror, LCG spielt auf Platz 29. Winter der Toten ist auch drin, aber Platz 56. Aber zum Beispiel, was halt wirklich witzig ist, ne? Also zum Beispiel Gloomhaven und On Mars sind Platz 65 und 66 und Crazy Words ist Platz 60. Ne? Also das ist... Crazy Words. Yeah. Naja. Da mochte aber jemand Crazy Words. Absolut. Marcel, aber ich würde es nicht unbedingt auf in Deutschland setzen, sondern es ist halt innerhalb unserer Community vielleicht nicht so verbreitet. Ich glaube schon, dass mehr Eurogames verkauft werden als irgendwie ein Betrayal oder so. Da geht eher ein Eurogame auf jeden Fall über den Tisch. Ich gebe dir grundsätzlich da recht, dass das mehr verkauft wird, ja, aber ich glaube trotzdem, dass die Anhänger der sogenannten Ameri-Trash-Spiele auch in Deutschland durchaus groß ist. Also ich habe etliche Freunde in meinem Freundeskreis, die fast ausschließlich sowas spielen. Man sucht sich auch immer Freunde, die irgendwas spielen, also jetzt in Bezug auf Spiele, was man auch mag. Und wenn man dann da Leute sucht, fällt es dann vielleicht eher auf. Ich glaube auch, dass Deutschland ja nicht ohnehin als das Euro-Land, was Spiele angeht, gilt. Und ich glaube schon, dass der große Teil da eher die Richtung spielt. Aber ja, die Sache ist wenigstens in der Liste. Also es ist auf jeden Fall in den genannten Spielen dabei. Die Sache ist halt, wenn man so ein Storytelling oder so ein Themaspiel hat, braucht man auch denjenigen, der das Thema vermittelt, also die Gruppe, die sich darauf einlassen kann. Wenn du einfach so ein Spiel hast, wo jeder seine Karte vorliest, dann kommt halt nichts rüber. Und dann kann das so thematisch sein, wie es will, so ein Spiel, was eine Geschichte erzählt. So, das hatte ich auch schon mit Nemesis. Da hat einer dann einfach eine Karte gezogen, kriegst eine Wunde. Ja. Okay, danke. Ja. Gut, kann man auch machen. Gehen wir mal weiter zu den Würfelspielen. Also 72 verschiedene Spiele wurden genannt. Natürlich ganz viele so diese kleinen World and White, die man sie kennt nochmal und so weiter. Safe House, jetzt das Würfelspiel, was vor kurzem rauskam. Aber zum Beispiel auch auf Platz 27 Kniffel, fand ich sehr witzig, dass das so viele Leute anscheinend immer noch so gerne spielen. Genau, also auf Platz 10 haben wir Ganz schön clever mit 26 Punkten. Auf Platz 9 Coimbra mit 27 Punkten. Auf Platz 8 Road for the Galaxy mit 44 Punkten. Dann kommt Pulsar mit 45 Punkten. Auf Platz 6 King of Tokyo mit 46 Punkten. Und Platz 5 Las Vegas mit 50 Punkten. Und Platz 4 Tavernen im tiefen Tal mit 54 Punkten. Das hätte ich fast höher gedacht. Aber alles sehr, sehr knapp beieinander eigentlich, so von Würfelspielen tatsächlich. Also. Ja, genau. Also die ersten beiden Plätze, die sind dann deutlich über dem, was wir jetzt an Punkten haben. Aber genau, also Las Vegas finde ich halt auch ist so ein, also da gab es jetzt vor kurzem auch diese neue Version, glaube ich. Ne? Also ist halt ja auch so ein Alea-Spiel, was jetzt auch nicht mit Schönheit glänzt. Aber ich finde, Las Vegas ist zum Beispiel auch, finde ich, ein Spiel, was man total gut auch mit Nichtspielern mal schnell spielen kann, weil das wirklich auch relativ einfach ist und halt so dieses Zocken und ne, und wer kann da mit wem und man kann sich ja auch nochmal schön irgendwie ins Gehege kommen. Also gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist ein super, super Partyspiel. Also am Community-Treff hat man ja gesehen, die Leute hatten mächtig Spaß, als wir das gespielt haben. Also war laut? Nee, wir waren doch nicht laut. Wir waren voller Freude und Spaß am Spielen. Es ist nicht laut. Da kommen halt einfach Emotionen hoch am Tisch. Also ich habe es persönlich selber nie am Tisch gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es bisher immer nur auf Yukata gespielt. Aber selbst da kamen bei mir teilweise echt Emotionen hoch. Und ich habe eigentlich echt Bock, das auch mal auf dem Tisch zu spielen.
Sollte ich machen, ist echt nicht schlecht. Also es macht richtig Spaß, wenn die richtigen Leute hast und die sich auch drauf einlassen. Und das ist, glaube ich, bei jedem Spiel, was wir hier genannt haben, so, wenn sich die Leute nicht drauf einlassen auf das Spielen, bringt es gar nichts. Also dann ist jedes Spiel tot, egal wie gut es ist und welche Mechanismen es hat. Da kann ich es vergessen, dann ist alles lahme Hühner. Genau. Ja, bei Tavernen im tiefen Tal, also es hat ja irgendwie anfangs ziemlich, also hat man das irgendwie überall gehört, also ich finde, man hört das gar nicht mehr. Also egal, ganz selten, dass ich mal Bilder sehe, weil auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe oder auch bei irgendwelchen anderen YouTubern, die man vielleicht noch so guckt, dass das irgendwie genannt wird, dass das jetzt gespielt wurde. Ich weiß nicht, ob da so dieser erste Hype, weil es ein Wolfgang Warsch war, dann jetzt wieder dahin ist oder... Kommen da schon mal so viele neue, kommen so viele neue Spiele, dass man einfach dann immer was Neues auf den Tisch bringen will. Ne? Aber Tavernen ist schon ziemlich cool. Spielen wir auch sehr gerne hier. Ich glaube, das ist, ich weiß, du, David, was du gesagt hast, ist richtig. Es kommen zu viele Spiele, man will zu viel schnell spielen und deswegen rutschen halt die Spiele, die auch nicht schlecht sind, relativ schnell weit nach unten. Und das ist halt auch ein Problem heutzutage. Die Schnelllebigkeit der Spiele. Eine Bekannte von mir hatte mal gesagt, beziehungsweise, was heißt Bekannte, das ist die Martina Fuchs, die auch jetzt in der Spiel des Jahres Jury ist, die sagte halt, es gibt halt leider viel zu viel Durchschnitt, sage ich jetzt mal so. Weil wenn du spielen willst, dann willst du eigentlich was richtig Gutes spielen und nicht unbedingt was durchschnittlich ist. Aber ich glaube, das betrifft auch nur die Hardcore-Spieler. Ich sehe das bei uns, wenn wir hier in der Gruppe spielen mit den ganz wenig Spielern, die kann ich mit fast allem gut finden lassen. Also deswegen... denke ich, dass der viele Durchschnitt auch dann halt abhängt. Ich mag den Durchschnitt halt, ich mag Tiere oder ich mag eine Wirtschaftssache oder ich mag halt irgendwie was Thematisches. Da muss ich halt nur den Durchschnitt für das, wie sagt man, für den Geschmack des Einzelnen finden. Ich denke nicht, nur die Hardcore-Spiele, die sagen natürlich, gut, ich kenne halt 100 Spiele im Monat und davon suche ich mir die drei raus. Aber so der Otto-Normal-Spieler, der wird, denke ich, in den Laden gehen und sagen, hey, ich nehme mir so ein, ja, wo wir halt sagen, ja, oh, ganz nett. Und der Katan. Spaß damit und er muss nicht dann sagen, ich muss hier das tausendfach verzahnte Spiel haben. Ja. Ich glaube, das betrifft halt uns, weil wir so voll im Thema sind, aber so die breite Masse ist halt dann doch so, wo ich mir denke, ja, die haben damit trotzdem ihren Spaß. Ich glaube auch, dass ein Verlag in der heutigen Zeit, wir haben mal mit der Frau von Amigo gesprochen, das fällt mir den Namen nicht mehr ein, Andrea, glaube ich, sie hat gesagt, sie kriegen im Jahr um die 1000 Spiele vorgeschlagen und wenn die sich ein Spiel dann rauspicken oder die weiß nicht, die 30, die da oder die 20, die im Jahr kommen, dann haben die schon irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Ich glaube, selbst wenn es halt nur so Durchschnitt ist, ist es für die Gruppe, wo die sich das überlegen, schon cool. Also klar. Ja, und ich denke auch, dass ja, ich sag mal jetzt so, der Normalspieler, der braucht, glaube ich, auch nicht ständig was Neues. Also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ach nee, lassen wir uns mal das und das spielen, das kenne ich, ne? Da hat man die Regel drin und wenn man das ja vielleicht auch nur alle 4 Wochen überhaupt mal spielt, dann ist das natürlich auch was anderes. Also ich kenne auch viele Leute, die sagen, nee, also so ein Spieleabend, wenn ich dann ein paar neue Sachen mitbringe, nee, lass uns mal lieber das alte spielen, da muss man sich nicht neue Regeln und neue Strategien und so überlegen. Also von daher denke ich, dass tatsächlich so dieser Durchschnitt, ne, den viele Spieler vielleicht als Durchschnitt bezeichnen, genau das ist, was halt bei den Normalos einfach gut ankommt. Also, na gut, die Frage ist ja, wo die sich kaufen. Die kaufen das ja nicht im Spieleladen oder wie mir im Internet bei speziellen Händlern, sondern die kaufen das halt im Rewe, im Edeka oder sonst irgendwo, wo sie so im Regal sind. Beim Vorbeilaufen, da gibt es auch kleine. Was haben die für ein Rewe? Da gibt es auch Spiele. Muss man gucken. Aber doch nicht sowas wie Tavernen im Tiefental oder so. Hey, das vielleicht nicht, aber da gibt es dann halt einen Katan oder sonst irgendwas. Dieses Mainstream, sowas halt. Ja, ich sag mal, das sieht man ja häufig, wenn man, was die so Karstadt oder so, die haben dann immer so ein Display mit den meistverkauften Spielen. Da ist immer irgendwie Monopoly, Risiko, Spielesammlung und dann kommt irgendwann vielleicht mal unten auf Platz 8 oder 9 irgendwas, wo man sagen könnte, okay, das ist mal was anderes. Ne? Also es ist einfach so. Die Leute spielen. Naja, und dann kommt dazu noch eine schlechte Beratung in den Läden. Ich glaube, jeder von uns stand schon einmal im Karstadt neben einem Verkäufer, der dann irgendeinem unwissenden Kunden, der sich gerne ein Spiel sucht, irgendeinen Quatsch erzählt hat. Und man denkt, oh, jetzt muss ich reingrätschen. Also ich habe da immer Blutdruck und kriege... Monopoly in der Harry Potter-Version. Ja. Läuft gut. Also einmal musste ich tatsächlich dazwischen grätschen. Das war in Rufo Kinderland, ist so auf die Sache... Und da stand dann also eine Mutter, die suchte was für ihr Kind, irgendwie 3, 4 Jahre alt.
Und dann empfahle erst eben die Pipi-Kaka-Sowieso-Spiel und dann dieses, wo diese Wurst aus dem Klo fliegt. Und ja, Kaka-Alarm. Wo man so laufen muss und über Hundehaufen. Und klar, irgendwie, ne, das ist irgendwie witzig und die Kinder finden, in dem Alter ist das vielleicht auch gerade ein Thema, aber ich habe dann immer, wenn ich nur so reingekretscht habe, gesagt, also es gäbe auch Spiele ohne Pipi und Kaka und die wären mit Sicherheit auch schön. Und da habe ich ihr so zwei, drei Sachen, sie hat dann Gott sei Dank auch was von den anderen Sachen gekauft. Aber das ist halt, ne, ich meine, diese Sachen, warum auch immer sie im Regal stehen, irgendjemand kauft es ja, aber ja, die Beratung ist natürlich immer etwas schwierig. Kaka-Alarm gibt es bei uns im Rewe auch, habe ich auch schon dreimal Hand gehabt. Im Rewe? Weil es witzig aussieht. Ja, als was habt ihr denn für ein Rewe? Vielleicht auch witzig, aber ich weiß nicht. Naja, okay, Platz Nummer 3, Würfelspiele. Das wird jetzt vorgewürfelt. Nein, das wäre was. Nein, ich zeige euch Bilder vom Cover, also Ausschnitte. Und Moment, geht gleich los. Und Mensch, ärgere dich nicht. Sagen, welches Spiel das ist. Stone Age. Nee. Also mit dem Schiff ist irgendwas. Irgendwas Pharao. Kannst du uns das ganze Bild zeigen oder ist das nur bei mir so? Nee, es ist das Quiz quasi. Ach nee, ich habe euch hier in klein noch und das war direkt vor den Bildern, deswegen. Ach so, ne, das ist natürlich. Aber das war mein Problem. Ja. Noch keiner eine Idee? Rajas of the Ganges? Sehr gut. Das wäre das letzte gewesen. Ah, ja, da. Oh. Ja, sehr gut. Also kann ich leider auch gar nichts dazu sagen. Nicht meins. So viel kann ich dazu sagen. Also ich habe es mehrfach gespielt. Es ist einfach ein gutes Spiel. Es ist kein Spiel für mich, weil ich kriege den Dreh nicht. Ich kann das Spiel nicht effizient und gut spielen. Aber von der Mechanik, die wir haben halt Würfel, die wir uns holen. Da können wir dann die Würfel tauschen. Mit diesen Würfeln können wir uns wieder Plättchen kaufen, wo wir einen Tempel bauen. Auf diesen Tempel, die sind Waren, die können wir wieder gegen Geld tauschen. Und der Gag, und das finde ich tatsächlich auch ganz cool an der Sache, ist, wir haben zwei Leisten, auf denen wir vorgehen. Wir haben eine Geldleiste, auf der wir vorgehen, und wir haben eine Siegpunktleiste, auf der wir vorgehen. Und das Spielende wird eingeläutet, sobald sich bei einem Spieler diese beiden Leisten kreuzen. Mhm. Und finde ich insgesamt gut, aber ist halt nicht meins, weil ich kriege diesen Dreh nicht, dass ich es effizient spielen könnte. Ich finde schön, dass man hier immer noch die Möglichkeit hat, auch wenn man mal nach hinten liegt auf eine Leiste, man kann es trotz allem noch reißen. Man kann wirklich schauen, dass man, wenn man schlechte Runden hat, irgendwie sich mal vorbereitet, irgendwas aufarbeitet, macht und tut und dann irgendwie richtig fett Geld oder Punkte macht und dann hier einfach mal mit einer Leiste ziemlich vorrutscht und dann die Spiele erstmal so, oh, was macht sie denn jetzt? Und das finde ich echt klasse. Es kam ja jetzt auch ein Roll and Ride dazu raus und das finde ich mega geil. Ja, absolut. Das Roll and Ride ist Bombe, greift das so auf, was das große Spiel schon macht. Wir haben es gerade gestern mit Anke und Heiko aus der Community via Skype gespielt und genau das, was du sagst. Also ich war total weit nach vorne gerusht, noch ein Zug und ich würde gewinnen und die anderen waren ziemlich weit zurück und dann wurde es doch noch knapp in der letzten Runde. Alle sind dann irgendwie sehr nah aneinander gekommen. Super Spiel. Also. Ich mag es auch, Groß und Roll and Ride. Ist halt auch eher so ein Gateway-Ding. Kam ja damals so relativ unverhofft, glaube ich. Das war halt auf einmal da von Markus und Inga. Ich mag es bis heute echt gern. Mhm. Cool. Genau, also das hatte 58 Punkte, der Platz 2 hat 88 Punkte, also deutlicher Vorsprung. Da lese ich euch auch einfach wieder kurz vor, was man so in der Spieleschachtel findet. Aber ich denke, ihr werdet es rauskriegen. Also man findet einen Spielplan, 6 Spielertableaus, 9 Würfel, 8 Spielsteine, 42 Warenkärtchen, 30 Arbeiterchips, Schon wieder Bogen von Burgund. Beim ersten Mal dachte ich schon so, ist es? Nein, kann nicht schon wieder sein. Doch. Wieso nicht? Witticulture war doch auch doppelt. Ja. Also, Bogen von Burgund, Platz 2 bei den Würfelspielen, ziemlich hoch. Unverdient.
Das muss auf Platz 1. Das sehen wir gleich mal, ne? Das sehen wir gleich mal. Genau, also. Ganz ehrlich, auf meiner Liste wäre es gar nicht drauf gewesen. Bei mir war es auch nicht drauf. Ja, das ist, ja. Es ist halt echt sehr unterschiedlich. Also, das ist. Bei Würfel, obwohl, ja, doch, ist ja doch, ja. Nee, hab nichts gesagt. Ja, aber ich weiß, was du jetzt sagen wolltest, David. Ist es ein Würfelspiel? Also, ich finde auch Coimbra, ist Coimbra ein Würfelspiel? Der Würfel ist halt schon ein mega wichtiger Teil, aber im Prinzip nutzt du ihn ja nur, um dann eine Aktion zu machen, um deine Plättchen zu platzieren. Ja, deswegen würde ich es gar nicht als Würfelspiel, aber es ist an der Stelle schon der Hauptmechanismus. Ja, ja. Auch wenn es nur ein Würfel auswählen und Würfel für die Aktion nutzen ist, ja, ist es aus meiner Sicht ist es auch ein Würfelspiel. Ich habe mich damals 50%. Also als damals Bogen von Burgund das Würfelspiel rauskam, habe ich mich gefragt, warum haben die ein Würfelspiel zu einem Würfelspiel rausgebracht? Ja. Das habe ich noch nicht gespielt. Ist das gut? Das soll, glaube ich, ziemlich grottig sein. Bogen von Burgund, das Kartenspiel, das ist tatsächlich noch ganz brauchbar. Ja. Brauchbar oder gut? Ich fand es persönlich gut. Okay. Wir spielen erstmal Zug um Zug. Auf jeden Fall. Okay. Dann, das letzte Spiel hat 91 Punkte, also ein bisschen nur mehr. Und dazu würde ich euch gerne ein Lied vorspielen, was man, wenn man in diese nette Menno-Dice-App geht, als Untermalung vorstellt. Ich dachte, du singst jetzt schön. Nee, oh ja. Gott im Himmel, das willst du nicht. Dann ist es wahrscheinlich irgendein Horrorspiel oder so. Aber ich hoffe, ihr hört das gleich. Sagt mir, ob ihr was hört oder nicht. Hört ihr was? Recht leise, aber ja. Olio. Nee. Also wir sind ja im Bereich Würfelspiel. Marco Polo. Wo würde man denn so etwas vielleicht hören? Eine Kirchenmusik? Sagrada. Sagrada, richtig. Ja. Ganz klar. Ach, ja klar. Wir bauen Kirchenfenster. Ja. Ja. Deswegen ist die ganze Playlist ein einziges Ave Maria und Kirche. Ein bisschen schrecklich. Ja. Also ich würde es mir wahrscheinlich bei dem Spieleabend auch nicht anmachen, bei dem Spiel. Nee, dann schläft man sonst so. Da weiß man nicht mehr, wohin mit dem Würfel. So, oh. Nee, aber das Spiel selber ist richtig, richtig geil. Wir haben es damals uns in Amerika mit, von Floodgate Games. Mhm. Und ja, wir haben es von Anfang an geliebt, wirklich. Wobei ich den Kickstarter auch nicht genommen habe, weil ich mir dachte, ah, das sieht so doof aus. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das Spaß macht, da so in diese Kirchenfenster bauen. Oh Gott, beim Thema, so viel zum Thema, aber das wollte ich nicht. Ja, aber es kommt immer wieder gerne auf den Tisch, auch in großen Gruppen. Wir haben bis jetzt auch schon alle Erweiterungen, die... Die nächste Erweiterung, die es momentan auf Englisch gibt, muss mal anschauen und noch gucken, wo man sie herbekommt. Die will ich auf jeden Fall auch haben. Also das was ist fast schon für mich alle Erweiterungen fertig. Was man hat, hat man. Was macht die neue Erweiterung noch? Das sind so Würfel mit irgendwie Pfeilen drauf. Orangene Würfel, ich weiß nicht genau, was man damit machen darf, aber ich fand schon die Würfel interessant, dass man irgendwie diese einsetzen kann, um irgendwas zu tun. Davor war es doch Passion, wo du so weiße Würfel hattest. Ich weiß gar nicht, was die machen. Klare Würfel, die... Ja, so durchsichtige. Okay. Ja, also ich muss auch sagen, ich spiele das auch total gern. Finde ich, ist auch so ein gemütliches Spiel. Ich finde es auch, also ich... auch wieder ein, was schön aussieht. Ne? Material ist gut, also ne, ist alles echt stabil und so kommt man gut mit hin. Und finde ich auch, das Einzige, was ich bei dem Spiel tatsächlich, ist die Solo-Variante. Da habe ich, glaube ich, ein einziges Mal geschafft zu gewinnen. Die finde ich super, super schwer. Weiß nicht, ob einer von euch schon mal die Solo-Variante gespielt hat. Also da geht es dann irgendwie darum, dass man man legt ja immer so einen Würfel dann hin auf den Notenzähler. Und die Augenzahlen werden irgendwie später zusammengezählt von den Würfeln, die man rauslegt, und da drüber muss man sein. Und das ist, also das heißt, man muss halt nicht nur unbedingt gucken, was brauche ich selbst für einen Würfel, sondern auch, was lege ich raus. Also dann lege ich halt eben hohe Würfel nicht gerne raus, weil da, die steigern ja den Solo-Wert.
Und also das, ich glaube, ich habe einmal, und da gibt es ja extra so gibt es ja so eine Karte, kannst du da oder sollst ja irgendwie dann Hashtag Sagrada irgendwas, dann diese Bilder posten, und ich habe tatsächlich also ein einziges Mal gewonnen. Und ich habe das viel solo gespielt, weil ich das eigentlich so schön finde und gut zum Spielen finde, aber ich weiß nicht, entweder mache ich was falsch oder ich finde es super schwer auf jeden Fall. Martin. Ich habe noch nie gespielt. Noch nie. Ist nicht mein Thema. Geht an mir komplett vorbei. Leider. Lass mal das Thema außen vor. Es ist wirklich, man muss raffiniert seine Würfel platzieren. Das nächste Community-Tab. Ja, ich glaub, das ist das Problem. Raffiniert sein. Und da fängt es bei mir schon an, schwer zu werden. Deswegen spiele ich ja so gern Las Vegas und bin so laut. Das ist ja das Problem. Nee. Das ist mega. Also ja. Man muss wirklich gucken, was kann ich jetzt im Moment vielleicht machen? Schaue ich eher, dass ich eine Aufgabe erfülle, oder hole ich mir einen farblichen Würfel oder einen Würfel mit Augenzahl, wo jetzt in mein Raster reinpasst? Weil nachher wird es immer schwieriger, um diese Aufgaben zu erfüllen. Und es gibt ja auch Minuspunkte, wenn ich eben leere Fenster habe. Und unsere Leonie zum Beispiel, die liebt es ja sowieso zu spielen, und für sie ist natürlich das Highlight die Favor Tokens. Diese Glasperlen. Wobei es mit der ersten großen Erweiterung ein bisschen fairer wird, weil man dann ja die, da hat man ja am Anfang hat jeder einen Würfel, eine Farbe. Ja. Dann nimmt man so ein bisschen das Glück raus. Das finde ich noch einen Ticken besser. Und man kann das eigentlich mit der Regel auch ohne die Erweiterung spielen, indem man einfach sagt, man macht es halt nach den gleichen Regeln um dieses Rad, was da ist, um diesen Kreis. Da haben wir ja schon mal was man nächstes Mal spielen kann. Ja. Die Liste wächst. Ja. Hat jemand mit? Ja. Im Kopf. Gut, sehr schön. Wir haben ja hinterher auch noch das Video, wo wir dann die Liste nochmal quasi abtragen können. Ja. Man kann es ja nachschauen. Genau. Ja, dann. Von meiner Seite war es das. Wir sind alles durchgegangen. Wie gesagt, ich würde schick später mal in die Gruppe die ganzen Spiele, damit jeder mal sieht, welche Spiele überhaupt genannt wurden. Und dann vielleicht doch erschreckend feststellt, dass die gewünschten Spiele gar nicht aufgetaucht sind. Wobei, wenn ihr sie selber genannt habt, dann sind sie ja zumindest einmal genannt. Aber wie gesagt, es waren wirklich ganz viele unterschiedliche Spiele, ganz viele Spiele, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Also gerade bei den Klassikern musste ich bei ganz vielen Spielen googeln und sagen, was ist das überhaupt? Oder die hörten sich schon so alt an. Ne? Also irgendwie sind ja, heute hat man ja viel englische Titel oder englisch anhauchende Sachen. Und da waren also seltsamste Sachen dabei. Aber über 300 Spiele, verschiedene Spiele. Also es war schon eine Menge Zeugs dabei. Dann auf jeden Fall vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Julia, auch an dich ganz großes Dank. Das war bestimmt viel Arbeit. Das großartig gemacht. Hat auch Spaß gemacht mit diesen Rätseldingern. Das ist super. Mega, ja. Ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal genau die ganzen Anleitungen studieren und diese Flufftexte lesen. Für nächstes Jahr sind wir besser vorbereitet. Dann. Ja, das ist ja komisch. Ich mag ja diese Texte oben nicht, weil das mich vom Spielen abhält. Aber die Gudrun zum Beispiel, meine Frau, die liest ja immer die Texte und will dann die Stimmung damit aufbauen, damit das Spiel mehr Atmosphäre kriegt. Also es macht schon Sinn, das manchmal zu lesen. Ja, das gehört. Julia, du hast mich jetzt aber gerade auf eine Idee gebracht. Meine nächste Pub-Quiz-Brettspiel-Kategorie wird definitiv Hintergrundtexte von Spielen sein. Ja, das ist, also ich habe wirklich, also einige, ich hatte bei Wikiculture, da fängt es schon an, ihr setzt Reben in, so da dachte ich schon, ist es ja schon vorbei, ne? Weil dann hat man in einem Satz, manche sind auch irgendwie, ihr setzt Arbeiter in euren Fürstentümern oder so, ne? Und dann wäre es auch schon vorbei, aber gerade jetzt auch bei diesem Zug um Zug, ich habe das gelesen und da ging es mir wie Melli so, mein Gott, was ist das für eine Story? Ne? Und letzten Endes nur für Züge zu setzen. Also krass, ne? Aber war witzig, auf jeden Fall. Nee, also ich mach so Sachen auch gerne. Ich bin auch so eine Excel-Tante. Also ich mache das auch einfach gerne mit Tabellen und ne, tralala. Von daher war das nicht unbedingt Arbeit, sondern hat auch echt Spaß gemacht. Und gerne wieder irgendwann in diesem. Nächstes Jahr spätestens. Genau. Und ich fand auch das hier jetzt ganz schön, so mit dem Quatschen über diese Liste. Das fand ich auch echt ganz, ganz nett. Ja, hat auf jeden Fall Spaß. Prima. Ja, also dann beende ich jetzt mal die Aufnahme.